Hallo Leute und willkommen zurück zu Hell Yeah! Wie ihr schon im Logs That Matter mitbekommen habt, habe ich ein neues Gamepad und deswegen sieht man hier auch kein Fadenkreuz mehr, was mir das Ziel ein bisschen schwer macht. Aber hey, dafür müsste die Steuerung jetzt um einiges besser laufen. Aber dennoch werde ich von diesen Dingen gepackt und was das auch immer darstellen soll. Oh, und mit Vibration. Wie cool ist das denn? Ja, ich habe halt schon ein bisschen rumexperimentiert. Ich kann es euch ja erzählen, während ich hier mal kurz auf die Uhr schaue. Ich habe halt geschaut, wie die Steuerung so ist, was man hier denn alles machen kann. Aber ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wie ich das Ding da oben zerstöre. Wo ist denn mein Schatz? Bla bla bla. Kennen wir ja schon. Brechreizend. Und jetzt sehen wir auch die Tasten des Gamepads und nicht einfach nur die Windows-Tasten, weil das Spiel erkennt mal das Xbox 360 Gamepad automatisch und nicht halt wie mit X-Pedal nicht automatisch. Logik. Ah. Vielleicht ist sein Schatz ja woanders und ich muss erstmal den Schatz finden. Mein Schatz! Blö. Was auch immer das sein soll. Irgendwelche Blutegel oder sonst was. Nope. Ich wollte nicht dahin. Also ich muss da oben hin. Das zeigt es mir schon. Aber ich komme da irgendwie nicht weiter. Hier muss ich hin. Ja, hier. Und hier zeigt es mir dann den Fall da oben an. Merkwürdig. Und ich habe keinen Treibstoff mehr. Kann ich einen Lockruf aussenden oder? Nee. Ich dachte schon, was sind das für Kreise um mich herum? Wo ist denn mein Schatz? Ich bin so alleine. Müssen reizend, brechreizend. Ich mein's ernst. Ah, keine Ahnung. Merkwürdig. Vielleicht muss es irgendwie von denen zurückgeschleudert werden. Ach, ich habe keinen Plan. Epsilon. Zeig ihm, wie einsam er ist. Zeig ihm die Aussicht. Ja, was heißt das? Mit. Was? Oh. Ah, ich muss da rauszoomen. Wie cool ist das denn? Das ist echt cool. Allein, ich bin allein. Nein, ich habe seine Stimme vergessen, also nicht wundern. Ein großer Romantiker stirbt in mir. Platsch. Ohne Minispiel. Wie scheiße ist das denn? Das finde ich jetzt nicht normal. Ich will mein Minispiel. Dafür haben wir einen Boss. Auch. Auch gut. Äquivalenter Tausch und so. Aber erstmal gehen wir zurück. Ah ja, und falls sich Leute fragen, warum hier alles so stockend aussieht, das liegt wirklich an der Steuerung. Also, der steuert sich ziemlich stockend, obwohl es mit Gamepad jetzt ein bisschen smoother. Wo kommt jetzt das Ding schon wieder her? Ein bisschen smoother laufen sollte. Ja, smoother. Ich benutze Worte, wo ich keine Ahnung habe, warum ich sie benutze. Aber, why not? Ja, da, klar. Und die Musik ist mal wieder genial. Ja, hier sind wir näher am Boss, wenn ich es richtig weiß. Rauszoomen? Okay, sehen wir nicht. Ja, wir sind hier. Da gibt es etwas, wo wir noch näher am Boss sind. Ich mache das gerade nur, weil wir gerade keinen Treibstoff mehr haben. Und unser Leben sich dadurch verbraucht und wir dann mit sehr, sehr wenig Leben zum Boss gehen würden. Ja, toll. Da müsste eins sein. Ja, genau. Und jetzt müsste. Und hier ist auch sogar Treibstoff. Wie cool ist das denn bitte? Und. Wow, 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 wow. Wow. Leute, beruhigt euch doch mal. Oh, wir sind schon dran vorbeigeflogen. Auch gut. Und da ist der Bossy-Back-Boss-Boss. Ich frage mich, was das. Ultra-realistisches Taktik-Rollenspiel. Ja, da ist wirklich was schiefgelaufen. Hey, den kenne ich gar nicht mehr. Also, ich habe schon einiges vergessen, wie ihr merkt. Bald muss ich die Let's Plays wirklich als blind taggen.
Dieses Schiff riecht nach Babykarotten. Bist du das, Ash? Von hier aus kann ich Klamotten sehen. Sieht dir gar nicht ähnlich. Sehr komisch. Sind das deine letzten Worte? Egal, legen wir los. Bald fühlst du dich, als wärst du vom Himmel gefallen. Ich kenne keinen Schmerz, hab ich nie erlebt. Aber wenn ich mich zum Essen fertig mache, bin ich immer ganz beflügelt. Komm, öle meinen rostigen Kiefer. Fürchte den Zorn meines mächtigen Schiffs. Ist total abgefahren. Es kann schießen und wenden und verbraucht Treibstoff. Was wird das denn, du Komiker? Hör auf, du bringst mich noch um. Moment, das ist falsch herum. Ja. Wir sollen ihn jetzt mit dem Schiff besiegen. Okay, das wird schwer. Das wird sogar sehr schwer. Ah. Das ist sogar sehr schwer. Was? Ich weiß noch nicht mal, wo ich den treffen soll. Und gerade stockt es ein bisschen, aber jetzt sollte es wieder gehen. Lag halt daran, dass ich der Boss noch laden musste. Mache ich dem überhaupt Schaden? Ich sehe es gerade nicht, weil ich mich hier auf den Boss konzentriere. Ja, ich mache dem Schaden. Okay, anscheinend nur am Kopf. Aber er macht auch mir Schaden. So wie ich merke. Aber der Treibstoff refillt sich nach einer Zeit, oder? Also es ist nicht so, dass der Treibstoff aufgebraucht werden kann. Also ich meine, dass... Ah, okay, der taucht wieder auf nach einer Zeit. Also müssen wir eigentlich nur im Kreis fliegen und den beballern. Das ist ja ein epischer Bosskampf. Das ist so episch. Da schlafe ich. Ich habe vergessen, dass es mehrere Phasen gibt. Scheiße. Er ist immer noch nicht am ganzen Körper treffbar. Boss. Ah, da bist du ja. Wo ist das Baby? Da ist es ja. Wer die Anspielung kennt. Ja. Toll. Und was sollte das gerade... Au! Ey! Au! Ey! Das hat mich eine Menge gekostet. Das Raumschiff war teuer. Teurer als ein Leben wert ist. Dafür wirst du erstmal sterben. Oder ich. Komm drauf an. Ich weiß, dass ich immer am Körper keinen Schaden mache, aber... Wenn er schon so episch geil im Kreis sich dreht, dass ich den auch schön beballern kann. Warum nicht? So, ein bisschen Treibstoff. Der Boss zieht aber einiges an Leistung, habe ich das Gefühl. Ne. Und ja. Das war gerade ein bisschen stockend. Warten, bis die Framerate sich ein bisschen eingebügelt hat und los geht's. Liegt halt aber jetzt am Boss. Also Dismin Lakes habe ich wirklich schon hinbekommen. Und ich weiß auch, woran es lag. Oh. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Aber man muss auch bedenken, der Boss muss einiges ziehen. Oh, scheiße. Ich habe gerade nicht auf den Boss geachtet, sondern nur auf seinen Lebensleiste. Hab nicht bemerkt, dass er aus seiner Phase raus ist. Und lass mich raten, wenn ich in die Teile da reinspringe, tut es mir ziemlich weh. Es ist schwer zu zielen mit dem Gamepad, um ehrlich zu sein. Mit dem anderen ging es besser, weil ich da ein Fadenkreuz hatte. Scheiße, ich verliere Leben. Treibstoff, Framerate, Treibstoff. Okay, er ist fast tot. Also dieser Boss geht einfacher als der letzte. Das muss ich zugeben. Bisschen warten, bis er wiederkommt. Und ballern! Okay, er muss nur noch einmal kurz Schaden nehmen. Dann ist er tot. Er ist gleich tot. Ja, wir haben ihn besiegt! Und mein Gamepad vibriert extrem. Hört ihr das? Vielleicht... Teleporte machen geheime Teile der Hölle erreichbar, man weiß nie, was man findet. Es sind nicht mal 10 Minuten rum und wir haben... Also es sind etwa 10 Minuten rum und wir haben schon den Boss besiegt.
Das ging schneller als letztes Mal. Ich glaube, die kriegen auch immer eine andere Stimme. Ist da dieses Mädel eigentlich rechts von dem auf seinem Rücken? Ach, ich weiß nicht wissen. Du bist Weltraumwürmchen. Du bist das Würmchen. Okay, die Party ist vorbei. Jetzt übernehme ich die Kontrolle. Gib mir ein G, gib mir ein D. O. Gib mir ein G, gib mir ein O. Wo bist du? Verschwinde von hier. Pronto. Oh, hier gefällt's mir nicht. Hier gehen komische Dinge vor. Kann ich gar nicht leiden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Bibi, du solltest vielleicht offener sein. Hast du dich etwa ein bisschen verlaufen? Was willst du noch hier? Ich brauche deine Hilfe nicht. Bitte. Okay, ich komme dir eben einfach nur zu. Ich habe sowieso nichts zu tun. Was war denn das? Ah, noch eine Weltraumpassage. Wie gesagt, an den... Musste die Welt laden. Ich finde immer wieder Entschuldigung. Ja, warten bis das Ding hier weg ist und dann können wir durch. Ist jetzt auch nicht so schwer. Ach, wir sind glaube ich auch bald bei der Stelle, wo ich privat schon war. Weil das sieht gerade sehr von den Farmen her danach aus. Also bald ist das Spiel auch für mich neu. Au. Sterbt. Boah. Und? Gibt's hier noch welche? Bitte. Haha, du hast dich verlaufen. Gar nicht wahr. Bitte. Ja, ich muss immer das bitte machen. Ich mag das Geräusch. Bitte. Vielleicht auch nicht. Kannst du mir sagen, wohin? Bitte. Das System sagt dazu leider nein. Computer sagt nein. Ui, das sieht aber sehr nach. Wir sind hier wieder in der Welt, die ich nicht mehr kenne. Also die ich nur bis zur unteren Ebene kenne. Und die Dinger sind nervig. Hallo. Ein süßes Hündchen. Hallo Hündchen. Ich liebe deine lustigen Klamotten. Ja, ich bin einfach herzallerliebst. Auf was für einen Trip bist du denn? Dieser Ort ist ziemlich komisch. Keine Regeln, total abgefahren. Wir sind zum Beispiel unsterblich. Sing mit. Wir sind unsterblich. Ach komm, halt doch den Rand, wie ich Hippies hasse. Ja, und wie gesagt, zum Weltladen stockt es immer ein bisschen, aber das liegt am Spiel selber, hoffe ich. Lol, ich kann jetzt meinen Controller umdrehen und dann fahre ich richtig. Oh, lol, Roffel, lol. Was? Zum Fick? Was zum... Ist das Ninecat? Anscheinend. Ninecat. B-A-B-Y. Ich habe außerdem den linken Trigger und nicht die linke Taste gedrückt. Aber ich glaube, mit SpongeBob wenden wir auch diese Folge von Hell Yeah! Und dann halt bis zum nächsten Mal mit eurem Sandoron. Ich muss ernsthaft lernen, Sandoron, nicht Mr. Sandoron zu sagen. Mhm. Oh. Was sagst du, Ashton, dazu? Genau. Ja, dann auf Wiedersehen. Oh, ich habe immer noch mein Touchpad vom Laptop aktiviert. Mal schnell deaktivieren. So, sollte jetzt deaktiviert sein. Ja. Und ciao.